Hallo zusammen, Future Stars Teil 2 ist da und es sind so starke Spieler. Einmal diesen Ansu Fati als Stürmer. Wow. Reyna als RM, der wirklich auch sehr, sehr gut aussieht. Saka, RM für die Premier League, der wird sowas von teuer werden. Also richtig guter Spieler. Dann haben wir Tapsoba als Abwehrspieler für die Bundesliga, auch richtig, richtig gut. Auch noch Strongling zu Sinchgraven, falls man den gemacht hat. Anthony sieht gut aus, diesmal auch Position Change in die Mitte. Neuhaus ist okay als Karte. Ruben Dias eigentlich zu langsam aktuell. James als ZTM, ja, ist eine gute Karte, aber auch nicht so überragend. Bastoni in Ordnung. David für die League All Spieler, ein schneller, beweglicher. Dann haben wir noch ein paar Spieler aus Frankreich, aus der La Liga, die okay aussehen, aber glaube ich nicht so übermäßig gut sind. Und den Dalot war ja schon angekündigt. Wirklich interessant. Und wir haben endlich auch die Akademiespieler da. Nur ein aktuell mit 12 Aufgaben. Richtig viele Aufgaben, sehr, sehr viele Aufgaben, aber die Karte sieht sehr, sehr gut aus. Ich werde ihn mir jetzt versuchen, so schnell wie möglich zu erspielen. Und werde ihn für bei mir Gnabry spielen lassen, weil die Werte sind einfach besser von ihm als von Gnabry. Und ich glaube, das geht schon ganz gut. Auf jeden Fall, was müssen wir machen? Sehr, sehr viel. Sehr, 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 sehr viel. Vier Tore mit Stürmern, um erstmal den 78er zu bekommen. Das ist kein Problem. Modus egal. Dann drei Tore mit Renier spielen, mit Schießen und zwei vorbereiten. Und in vier separaten Partien, damit wir ihn als 82er bekommen. Dann immer noch Modus egal, drei Tore mit Steilpässen vorbereiten. Dann fängt es aber los, geht's los im Manager-Meisterstück, vier Tore mit 82 vorbereiten. Das geht auch irgendwie. Dann in sechs separaten Partien treffen. Das heißt, wir brauchen, bis hier haben wir schon sehr viele Spiele gemacht. Hier müssen wir mindestens sechs Spiele machen, damit wir dann den 85er Renier bekommen. Und dann müssen wir nochmal in sechs separaten Partien treffen. Dann sechs per Angeschnittenen-Schuss mit ihm machen. In drei separaten Partien Doppelpack machen. Ja, also. Und in 16 separaten Partien treffen. Und dann insgesamt 25. Das ist, glaube ich, nicht das Problem, aber 16 separaten Partien mit ihm treffen. Ja, das wird spaßig. Das wird sehr, sehr spaßig. Besonders bei diesem Dings, wenn man dann 85 hat. Man kann kaum noch Spieler einbauen. Aber gut, das werden wir dann sehen. Und werden wir machen. Und ich werde ihn auf jeden Fall erspielen, damit ich ihn schnellstmöglich im Team einbaue. Jetzt für die aktuelle Weekend League sicher nicht. Aber danach bestimmt. Ich wünsche euch viel Erfolg mit den Spielern und bis dann. Ciao, ciao.